Hier ist absolute Anspannung angesagt, denn es geht jetzt an die erste Spritze und meine Frau kriegt gleich eine Panikattacke. Happy Birthday to you. Eine erhöhte Chance diesmal, ja, das hatten wir noch nie. Ja. Wir hatten noch nie zwei große. Bereit? Ich hab Angst. Du schaffst das. Jitsi, du musst raus. Ab in den Garten. Ich hab nichts für dich. Der weiß doch, dass du da was machst. Ja, der weiß ganz genau, dass ich was mache. Juli, bleib draußen. Spiel mit dem Ball. Da. Leute, ich glaube, es hackt. Ich bin hier gerade Julis Geburtstagskuchen am... Juli, geh raus. Na los, Abmarsch. Ich bin gerade Julis Geburtstagskuchen am Backen. Und Kartoffeln und Reis und Hähnchen. Und das kommt dann später da alles rein. Und nebenbei packe ich dann jetzt auch mal seine Geschenke ein. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier wird Sonne getankt. Ich stehe auch hier in der Tankesonne. Ja, ein wunderbares Wetter an einem wunderbaren Wurzeltag. Julis Geburtstagstisch ist auch schon ready. Ihr habt ja gestern Abend gesehen, wie ich das aufgebaut habe. Einmal Let's Party. Dann hier der typische Happy Birthday gelandet, dann seine Geschenke und dann kommt da gleich noch der Kuchen hin. Das hättest du weglassen sollen. Das ist ein bisschen traurig. Weil er hat ja keine Geburtstagsparty. Ach so. Doch, er hat eine Geburtstagsparty. Es ist halt nur niemand gekommen. Aber wir sind da. Wir machen ja eine Geburtstagsparty mit ihm. Welcome to my birthday party with Mommy and Daddy. Ja, okay. So, es geht los. Ne, Jules? Guck mal, hier ist alles vorbereitet. Schmausi, Mausi. Ey, ist so klein, es kommen immer Kissen. Sonst kommt da einfach an nichts dran. So, ja, Mensch, hallo. Du bist so aufgeregt. Das ist nur für dich, Größer. Freunde, wir haben gerade das Geburtstagsfoto gemacht. Oh, Jules, du bist ganz aufgeregt. Das jährliche Geburtstagsfoto. Jetzt singen wir noch und dann darf er die Kerze auspusten und essen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Juli. Happy Birthday to you. Und eins, zwei, drei. Hat die was gewinnt? Jetzt habe ich Wachs auf dem Mund. Okay. Okay, ja, okay, hau rein. Ja, hau rein, genau so. Oh, da ist schon das erste umgefallen. Das ist einfach immer so viel zu viel für ihn. Ja, er isst immer nur ein bisschen was davon und dann kommt der Rest wieder in den Kühlschrank, aber. Boah, er haut richtig rein, Alter. Das siehst du das? Der gibt sich richtig gebissen. Der denkt sich so, wer weiß, wie schnell der wieder wegräumt. Boah, Junge, er hat so viel gegessen schon. Das war's? Oh, er hört selber auf, ich kann nicht mehr. Du bist ein feines. Du bist ein feines Männchen. Reicht das erstmal? Gut gemacht. Und guck mal, kein Hund auf dieser Welt würde selber aufhören zu essen. Ja, es reicht. Okay, Juli, das reicht. Das reicht. Es gibt später. Das reicht. Es gibt später noch was, okay. Willst du auspacken? Geschenke auspacken, Schatzi. Du bist fünf. Oh Gott. Baby, fünf. Aber guck mal, was für eine lange Zeit das jetzt war. Ja. Okay, komm mal her, Jules, wir packen aus zusammen. Guck mal, dein Geschenk, Schatz. Das ist dein Hauptgeschenk, ne? Wie er aber auch richtig weiß, dass da was kommt, ne? Er weiß, dass da was drin ist. Was ist das denn? Wow! Ein Snackspielzeug! Wow, Schatz, was ist das? Das ist nicht so cool gerade, weil das noch nicht so abgeht. Bereit ist. Aber wir haben ja noch mehr. Und noch zwei. Guck mal, dann machen wir etwas hier. Schau mal, dann machen wir Sitz. Juli? Du aufgeregte Nudel. Hallo, Freundchen, Sitz. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ein Dino. Und der quietscht auch noch. Und tschüss. Er will immer mehr. Ja, weil er weiß, dass hier noch was ist. Oh, ein Fritzi. Wow. Dann gehen wir gleich in den Wald. Ein Hundefritzi. Eine Frisbee? Wie cool.
Die scheint ihn nicht zu interessieren. Verdammt, egal. Ja, bring mal her. Ja, ist ja auch mein Geschenk. Ja. Ach, süß. Oh nein. Ja, das war es mit Geschenk. Diese Säule ist so cool. Ja, vorwärts, rückwärts. Ja, er schiebt es so durch die Gegend. Dann kann er auch quietschen. Ja, das hat er aber, glaube ich, noch nicht entdeckt. Er schiebt es einfach nur immer hin und her. Ist das cool, Jules? Ja. Was, soll er sich jetzt seine eigenen Bilder angucken, oder was? Nein. Ach so. Ah, ich sehe schon. Okay, da kam ein Video anscheinend. Bist du bereit? Wir wollten dir auch zu deinem Geburtstag gratulieren. Also, falls du uns nicht so gut erkennen kannst, hier sind Onkel Hans. Und Tante Vicky. Ja. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Wir lieben dich über alles. Unser Lieblingspatenkind. Jetzt haben wir noch was für dich vorbereitet. Happy Birthday to Juli. Ja, tschüss. Wir sehen uns morgen. Oh, süß. Juli, sag mal danke. Dankeschön. Traurig. An Julis Geburtstag müssen wir ihn alleine lassen. Aber es hat einen guten Grund. Wir haben nämlich gerade zu Juli gesagt, es tut uns leid, dass wir dich allein lassen an deinem wunderbaren Geburtstag. Aber du hast dir auch was gewünscht. Wir kümmern uns um dein Geschwisterchen. Wir haben jetzt nochmal einen Termin in der Kinderwunschklinik. Ich finde das so geil. Irgendwie sind die Kontrolltermine viel regelmäßiger. Das gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl. Wir waren ja vor 2 Tagen erst da. Jetzt nochmal abchecken. Ja, schauen wir mal, was geworden ist. Also ich sag, es ist bei 1,8. Ich glaube daran schon. Ja, das ging schnell und plötzlich. Und auf einmal hat Frau Mahoney nochmal Blut abgenommen bekommen. Ich werde aber immer besser. Ja, keine blauen Flecken diesmal. Ich habe nicht geweint. Stolz auf dich. Sondern nach dem zerquetscht. Ja, aber das ist okay. Dafür bin ich ja da. It's two! Doppelte Chance! Oh, das sind schon 4, aber two, Freunde! It's double chance! Wir haben nicht nur one big eyeblast, mm-hmm. We got two big eyeblast. Deswegen war mein Blutwert auch so hoch, weil sie hatte mich vor 2 Tagen nach dem Termin abends nochmal angerufen und meint so, irgendwie ist ihr Östrogenwert so hoch. Starten Sie lieber jetzt schon mal. Ihr wisst Bescheid. Und wir so, okay. Und jetzt hat sich heute herausgestellt, dass sich noch ein dickes Eibläschen hinter dem großen schon verbirgt hat. Ja. Also es sind 2. Das eine 1,6, das andere 1,7. Ja, das heißt, wir haben eine erhöhte Chance diesmal. Ja, das hatten wir noch nie. Ja. Wir hatten noch nie 2 große. Sehr gut, Leute. Es ist ein toller Tag. Die Sonne scheint, wir haben 2 Eibläschen. Jetzt gehen wir nach Hause, feiern weiter Judiths Geburtstag. Heute Abend wird mir dann die Spritze gesetzt. Das machst du. Mhm. Vielleicht auch ich. Nein, wir du. Wir machen das. Wir schauen mal. Ich mach das. Ich kneif dir in das Ding und dann... Spaß. Bitte nicht so. Vielleicht ein bisschen gefühlt. Boah, Alter, das wäre nett. Mach Spaß. Ich hab so gute Laune. Ich auch. Das hat direkt angesteckt. Die Sonne strahlt. Doppelte Chance, ey. Da, das... Der, ja. Boah, das... Ja. Freude, das ist was Gutes. Das ist was Gutes, dass man jetzt auch in so einem langen Prozess so lachen kann. Was sich so freuen kann, ja. Ne? Hoffnung ist immer super. Jetzt zieh ich mir auf jeden Fall kurz wieder mein T-Shirt aus, Leute. Wer kennt's? Wenn man bauchfreies Oberteil anhat, zieht man auch ein langes Oberteil an, damit es nicht so unangenehm ist. Ladies werden's verstehen. Ja, okay. Ja, ich zieh mich auch regelmäßig aus irgendwo. Hä? Weil wenn du beim... Also ich hab beim letzten Mal habe ich das auch gehabt. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber man fühlt sich wohler, weil wenn ich die Hose ausziehe, dann bin ich ja ab hier mit dem Crop Top nackig. Ja, okay. Und wenn du aber so ein langes Shirt dann hast, dann geht das über den Hintern. Du fühlst dich einfach so ein bisschen nicht so appealing. Wohliger, ja. Ja. Ja, okay. Ja. Wir machen jetzt hier, wir reißen auf, machen ganz laut Musik an. Oh ja. Und fahren können richtig. Können wir Mark Ember hören? Ja, wir können Belong jetzt hier. Ja, mach ich. Warte. One, two. You and me belong together. Sobald du das Rad hier nach vorne schiebst, geht es hier unten runter. Und dann zieht es sich auf. Genau, dann zieht es sich auf. Okay, also Freunde, wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht. Und hier wurde einfach direkt, ohne den Block anzuschmeißen, direkt einfach losgelegt mit dem Spielzeug. Ja, das ist wirklich, das ist, glaube ich, ein Problem. Jules, guck mal hier, guck mal, ich schiebe es von dir weg. Schau mal. Und wenn du so machst, plopp. Oh je, ich glaube, das wird nichts. Verdammt, nein, das wird nichts. Er ist so random, dieser Hund. Ah. Ah, nein, das wird niemals was. Oh Mann, Jules! Du Schisser! Super! Ja! Das habe ich auf Kamera. Aber das wird, glaube ich, nichts. Er erschreckt sich auch jedes Mal bei dem Geräusch. Ab jetzt gibt das Abendessen immer daraus. Okay. Anders kein Essen mehr. Er muss checken, dass dieses Plopp nichts Schlimmes ist. Ja, okay. Hier.
wer will, der riecht es ja auch. Er ist neugierig. Er hat ja schon mit der Fotografie geschafft. Solange wir daneben sitzen, denkt er, wir machen. Wir holen das schon raus. So, kurz auf Kamera. Kobi hat gesagt, er hat einen Wunsch frei. Jules, hier Sekunde, wir kommen so. Schatz, schon wieder ein geiler Schmetterling. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das ist unser dritter Schmetterling, den wir heute sehen. Der dritte. Schon wieder ein gelber. Oh mein Gott, Babe. Also, Kobi hat gesagt, er hat einen Wunsch frei, wenn er mit der Frisbee hier reintrifft. Und los geht's. Er interessiert sich wirklich absolut die Bohne für diese Frisbee. Danke, Juli, das war mein Geschenk an dich. Schön, dass du dir im Ganzen so viel wertschätzt. Ich habe ja eigentlich schon gewonnen, auch wenn ich jetzt nicht getroffen habe, weil mein Geschenk mag er lieber. Ja, mit dem Dino hat er auch nicht sonderlich viel mehr heute gespielt. Schatz, der dritte Schmetterling. Ja, Alter. Ey. Bam. Angekommen am Wasser und während Jules da hinten total beschäftigt ist, haben wir mit seinem Geburtstagsgeschenk Frisbee gespielt und ich habe aus Versehen Brennnessel geworfen. Jetzt muss Frau Mahoney irgendwie sich da durchkämpfen. Mach langsam, irgendwo ganz da hinten. Oh, mach langsam, Babe. Siehst du sie? Okay. Ich habe leider keine lange Hose an, sonst würde ich das übernehmen eigentlich. Wow! We got it! Sehr gut, Babe. Alles okay? Oh nee, alles brennt. Oh nein, es geht echt? Durch die Hose, ja. Oh, schnell rein ins Wasser. Rein ins Wasser. Hallo Freunde, hier ist absolute Anspannung angesagt. Es geht jetzt an die erste Spritze und meine Frau kriegt gleich eine Panikattacke, weil ich das machen muss. Danke, erstmal dafür. Ja, weil ich ja sowieso. Aber selber traut sie sich auch nicht. Ja, also. Nee, weil das selber. Nee, selber. Das ist. Ja, das geht. Falsch einfach. Ja. Aber du bist auch kein Profi. Ich bin kein Profi, nein, aber ich bin auch kein Dummkopf. Das fühlt sich irgendwie. Ja, das sage ich auch nicht, aber es fühlt sich irgendwie falsch an, das selber zu machen, wenn man sich alles verspritzt. Also, wir haben erstmal alles vorbereitet. Wir haben dieses Werkzeug, wir haben das. Bereiten Sie die Injektion vor. Ich habe irgendwie Angst, einfach nur was Falsches zu machen. Das wird schon. Überprüfen Sie, dass das Arzneimittel durchsichtig und farblos ist und keine Teilchen enthält. Wählen Sie die Injektionsstelle aus. Hier. Da oder an der anderen Seite? Das ist alles. Hier. Okay. Okay, ja, das reicht. Andere Seite. Setzen Sie die Nadel ein. Nehmen Sie eine neue Nadel. Verwenden Sie nur, haben wir. Vergewissern Sie sich, dass die abziehbare Schutzfolie auf der äußeren nicht beschädigt. Okay, ziehen Sie die Schutzfolie ab. Die Nadel nicht zu fest schrauben. Noch fest kommt locker, hat Papa immer gesagt. Also nicht zu fest. Das ist ja schlecht beschrieben. Hier ist ja Schritt 5. Ach so, nee, das gehört noch. Ah, okay, ist doch richtig. Oh, sorry, nichts gesagt. So. Okay, ja, doch, es ist ein kleines Tröpfchen vorhanden. Ja, okay. Super. Während Sie den Dosierknopf drehen, darf dieser nicht gedrückt oder daran gezogen werden. Okay. Injizieren Sie die Dosis. Führen Sie die Injektion so durch, wie das medizinische Fachpersonal es Ihnen gezeigt hat. Okay. Stechen Sie die Nadel langsam und vollständig in die Haut ein, also bis zum Ende. Bist du bereit? Ja, du auch? Ich bin bereit, ja. Halt gut fest, mach nochmal sauber. Du schaffst das, okay? Mhm. Bereit? Ich hab Angst. Du schaffst das, das... Okay. Okay. Nicht hingucken. Ich habe Angst, dass ich zucke, einfach nur zurückzucke, weißt du? Ja, dann mach das nicht. Ich glaube, ich kann mein Bein nicht machen. Nein, okay, ich mach's nicht, alles gut. Gut, kurz kalt. Rein. Ist bis zum Anschlag drin und langsam reindrücken. Alles gut. Du schaffst das, ist gleich geschafft. 5 Sekunden halten. 1, 5. Okay, und ich ziehe sie langsam wieder raus. Bisschen Blut, mach sauber. Alles okay? Geschafft. Okay, ja. Ist alles okay? Ja. Wie fühlt es sich an? Gut. Ja, also innen drin, alles okay? Scheint richtig gemacht zu sein? Aber es fühlt sich nicht blöd an, so, dass es irgendwie wehtut auf einmal oder... Nicht anders. Wie? Ich denke, es sollte... Okay. Aber wenn irgendwas ist, dann ne, schön drücken. Okay. Geschafft. Du warst ganz tapfer, okay? Alles gut. Bin ich stolz auf dich. Danke. Sehr gut. Okay, so. Jetzt alle tief durchatmen. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt machen wir was zu essen. Genau, sehr gut. So, nach der Aufregung gibt es jetzt für Frau Mahoney einen Burrati. Riesenteller. Jetzt ist sie ein bisschen verschätzt beim Machen. Für mich gibt es heute typischen Salat und einen Bordelais-Fisch auf Gönnerbasis. Guten Hunger. Dazu kommt jetzt bald übrigens ein Rezept auf Instagram. Oh. Guten Hunger.